Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! The Likes of the Duelist. Wir machen weiter mit The Harpyon. Ja, wie ihr das Duell bestimmt auch kennt, jeder sollte es kennen, es ist wirklich eins wirklich der Duels, die sich überall bekannt gemacht haben. Findest du nicht? Ja, also ich sag mal sowieso, ich meine, jeder kennt eigentlich so jede Staffel von dem normalen Yu-Gi-Oh! Gut, 5, 6 nicht unbedingt. So das Kapselmonster, also diese Kapselmonster-Staffel ist ja die 5. Das war nach Orikalkos und die 6. ist ja dann letztendlich, wo er dann auch in Ägypten schon wieder ist und sich zurechtfinden muss und dann gegen Bakura kämpft und so. Die kennt nicht mehr jeder, weil die kam auch nicht so oft. Aber ich sag mal, 1 bis 4 kennt sowieso auf jeden Fall jeder. Deswegen, ja. Und dadurch, dass sie sowieso eigentlich nur die, ich weiß gar nicht, ob nur die erste Staffel oder so, aber ich meine, Battle City und so gibt's auch nicht mehr hier so großartig. Müssen wir gucken, ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. So, die Harpyon. Wollen wir loslegen? Ja. Wir legen los. Yugi war nicht der einzige Duellant, der motiviert war, das Turnier für einen geliebten Menschen zu gewinnen. Obwohl er ein Neuling-Duellant war, hatte Joey seinen eigenen Gründe zu gewinnen, seine Schwester Serenity. Ich werde der beste Champion für Serenities Willen. Sie zählt immer auf mich, selbst als wir noch Kinder waren. Ich werde dieses Turnier und das Preisgeld gewinnen. Ich werde sicherstellen, dass du dein Augenlicht nicht verlieren wirst durch die Zahlung für deine Operation. Ich verspreche es. Dieser nachdenkliche Moment wurde unsanft gebrochen, als Joey und seine Freunde jemanden lachen hörten und andere Duellanten verspotten, nur einen Kapselsprung entfernt. Eine Stimme so nervig konnte nur zu Mai gehören. Das Team traf Mai Valentine auf dem Boot zum Duelist Kingdom. Sie war eine manipulative, egozentrische Duellantin, die unheimliche Fähigkeit hatte, immer zu wissen, welche Karte sie als nächstes ziehen würde. Hey Yugi, laufen deine Duelle gut? Ich denke, ich bin selbst zu einem Duell bereit. Also mach dich bereit, weil ich entscheide mich, dich herauszufordern, Joey. Du forderst mich heraus? Hast du den Mut zu akzeptieren? Ich nehme an, lass uns duellieren. Mach dich bereit zu verlieren. Ja. Wie wär's? Geschichte-Deck oder Benutzer-Deck? Weil es jetzt Joey ist, würde ich sagen, Geschichte-Deck. Ja, haben wir noch nicht gesehen. Ja, haben wir noch nicht gespielt und deswegen nehmen wir wieder das Geschichte-Deck. Ihr werdet schon noch das Benutzer-Deck erfahren und das ist wirklich fast das Benutzer-Deck bis auf 20 Karten. Ja, es wird auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Nee, auf jeden Fall nicht. Es wird noch einiges kommen mit dem Benutzer-Deck irgendwann. Vor allem, wenn wir dann Booster kaufen irgendwann. Das wird dann mega gut. Dann okay. Wollen wir mal anfangen. Ich bin auf... Doch, er hat hier denn schon den schwarzen Rotaugendrachen. Er gewinnt ja damit sogar. Ich bin auf den schwarzen Rotaugendrachen gespannt, ob wir den ziehen. Und du bist wieder Zweiter, also bisher ist es gut. Ich bin im Moment sehr zufrieden, deshalb ist mir egal, ob wir ihn ziehen oder nicht, weil ich bin zufrieden. Ja, also schwarze Rotaugendrache ist auch eine meiner Lieblingskarten, genauso wie Babydrache. Oh ja, Babydrache. Babydrache ist auch so süß irgendwie. Total geil. Und jetzt kommt sie mit den Harpyon. Ich muss doch sagen, sie hat eine der stärksten Decks überhaupt. Das Harpyon-Deck ist richtig gut. Würde ich jetzt als Mann, um ehrlich zu sein, auch nicht benutzen. Ich mochte zwar die Harpyon, aber ich würde die Harpyon nicht unbedingt in mein Deck packen. Gibt es andere mit gute Monster. Warum? Ich weiß nicht, das ist irgendwie voll die Frauenkarte. Ich muss persönlich sagen, ich finde die Harpyon mega geil. Ja, ich finde sie auch cool. Ich würde sie sogar mit dem Deck nehmen, einfach weil ich sie mag. Ja, okay. Zwar nicht so wie Kuribo, aber es ist ja. Ich finde, bei Karten sollte man nicht unterscheiden zwischen Frauen und Männern. Nein, gibt's doch eigentlich nicht. Aber Harpyon ist für mich wirklich eine der wenigen Ausnahmen. So, und deswegen würde ich halt jetzt so sagen, ja, so das Harpyon-Deck, ich weiß nicht. Ich muss aber sagen, aus der 4. Staffel von dem Siegel von Orikalkos, als dann Mai ihr neues Deck hatte mit ihren neuen Karten, mit der Harpyon Phoenix vor der Formation und so, mega geil. Also das überarbeitet ist nochmal 1000-mal geiler. Wenn man sich das mal reinzieht durch Orikalkos, darf sie ja bis zu 10 Karten haben. Das heißt, sie hat dann einfach mal 6-7 Harpyon auf dem Feld und greift dann mit allen gleichzeitig an, dank der Zauberkarte. Du bist erledigt nach einem Angriff. Das ist einfach mega geil. Das ist so eine geile Kombination. Ist echt mega gut. Boah, 2000 Angriffe. So, 2000 Angriffe. Ey, 500 Angriffe. Das ist echt ein echt guter Feldzauber. Ja. Wie ich jetzt mal einfach sportlich sage, ich hoffe, er ist falsch. Denke ich mal. Es gibt eigentlich keinen Harpyon-Monster, zumindest das, was ich im Kopf habe, was 2000 Abwehr hat. Und es ist eine Harpyon. Ein Harpyon-Mädchen. Ja. Ist wunderschön und anmutig herumhuscht, aber auch heftig angreifend. Ja, ja, mit 500 Angriffspunkten. Super. Ja, da wollte ich gerade noch was Nettes über meine ehemalige Freundin sagen, aber das lasse ich hier mal. Ja, gut, dann setze ich mal kurz weiter. Oh, nee.
fies, das ist nicht nett. Nee, nicht wirklich. Irgendwas wollte ich noch sagen und ich hab's gerade vergessen. Du wolltest gerade einsteigen, als ich... Ja, irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß, ich hatte noch gerade was im Kopf, irgendwie wegen Harpy oder so. Aber ach ja, genau. Es ist so, dass ich wirklich sage, die solche Karten mit nur mal 500 mal 800 Angriff oder so sind teilweise echt zum Vorteil. Mit der einzigen Bedingung, dass sie den Effekt haben, direkt angreifen zu können. Das heißt, egal ob der andere gute Mod hat oder nicht, ich greife einfach mal an. Und ich weiß leider den Namen nicht mehr von den Monstern. Und auch leider nicht mehr welche Staffel. Ich weiß nur, es existiert ein Monster, das habe ich früher dreimal wirklich im Deck gehabt. Es gibt ein Monster, das kann zweimal hintereinander angreifen und hat sogar relativ viel Angriff. Ich glaube 1200 oder so. Ich weiß, ja, ich glaube, ich weiß, wie sie heißt. Das ist richtig geil. Das heißt, war das ein Drachenmonster? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Das ist echt zu lange her. Ich weiß wirklich nur, dass diese Karte wirklich noch existiert und wirklich, man muss da reinziehen. Du kannst praktisch mit 2400 Angriff direkt angreifen, egal was los ist. Das ist einfach mega gut. Und da kassierst du halt auch gerne mal ein paar Lebenspunkte ab, weil das kann wirklich entscheidend sein. Solche Monster finde ich echt cool. Diese Harpion-Karte hatte ich früher selber. Ja, ich auch. Ich hatte die eben dreimal. Ich hatte alle drei Harpion-Schwestern. Ja, ich auch. Die Karte selbst halt, also die Harpion-Schwestern-Karte halt auch dann, ne? Du warst aber auch ein sehr ernstzunehmender Sammler. Beziehungsweise bist du es immer noch. Ja, was heißt immer noch? Irgendwann kommt, wenn man geht, denkst du langsam schon wieder da rein, so ein bisschen. Vor allem jetzt kommt im September kommen einfach mal neue Tintboxen von Slifer und Obelisk, also von Yugi und Kaiba. Mega geil. Diese werden gekauft. Da brauchen wir gar nicht mehr reden, die werden gekauft. Irgendwie schon. Also ganz ehrlich, das ist schon mega geil. Ich würde sagen, wir holen diesen Masaki, legendärer Schmetterling aus Feld. Ja, ich meine, der hat dann trotzdem 1600 Angriff. Ja. Also im Moment läuft es sehr gut, muss ich sagen. Ja, soll ich mein Mutti sein, 1600 angreifen? Ja, Harpion haben nicht so viel. Ja, die haben echt nicht viel, die gehen mehr auf Angriff. Aber bisher spielt die echt schlecht, muss ich sagen. Also fair. Also ich frage irgendwie halt. Also wenn es so weitergeht, es würde mich halt freuen, auch dass wir dann mal Spiegelverkehr spielen können mit dem Benutzerdeck. Und ich kann mit dem Benutzerdeck spielen, ey. Ja, also ich gebe mir Mühe, aber irgendwie geht mir das so einfach. Das ist echt so einfach, aber es ist echt manchmal so. Wir hatten auch der erste Versuch. Entschuldigung, dass ich gerade wo reinrede. Ja. Der erste Versuch. Entschuldigung, wenn ich dir jetzt das Wort rede, das war's. Ja, cool. Wir haben gewonnen. Yeah. Das ist nämlich auch passiert, als wir in dem ersten Versuch hatten, wo wir das erste Versuch beim Aufnehmen gegen Kaiba. Wir haben auch nur 6 oder 7 Züge gebraucht oder so. Also, es kann einfach mal sein, dass halt der Computer echt scheiß Karten hat. Ist ja auch nur ein Glücksspiel, nenn ich das mal. Nur. Einführungsstrichen. So. Oh, wie konnte ich jemals gegen einen solch Amateuren verlieren? Sag dir nur die richtige. Mai, ich hab dir versucht zu sagen, dass es mehr gibt und du machst es als deinen anderen Typ in Hintern zu treten. Wenn du jemals ein echter Champion sein willst, musst du lernen über jemanden anderen, als nur dich selbst zu sorgen. Ja. Ja, bekommen wir jetzt den schwarzen Hut auf den Drachen. Okay, Duell freigeschaltet. Neue Duelland freigeschaltet. Neues Deck freigeschaltet. Battle Pack freigeschaltet. Mega nice. Signaturkarte. Die Harp hier. Die Harp hier. Kartenpreis. Oh, Schatz. Ja. Harpienschwester. Ja. Alles wird gut. Mano. Aber vielleicht, wenn wir gegen Joey jetzt andersrum spielen. Ja. Ich bin dran. Er ist dran. Vor allem, wir haben jetzt nur knapp 9 Minuten. Mitreden. Müsst ihr mal reinziehen. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt mal um. Ja. Und spielen es nochmal. Aber diesmal mit dem Benutzerdeck. Das heißt, ihr seht jetzt endlich mal, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Er hat es auch, glaube ich, nur einmal jetzt schon gesehen, ne? Einmal. Und das ist gut. Es gefällt mir. Zack, wir haben gewonnen. Und er spielt jetzt erst. Natürlich. Wir haben es funktioniert. Immer doch. Ja. Aber es ist wirklich auch, kommt darauf an, wie man spielt. Das ist auch pures Pokern. Manchmal kann man auch echt Glück haben, dass man halt Zweiter ist. Weil dann, wenn es wirklich so ist, waren Glück, dass er damals Zweiter ausgesucht hat bei dem einen Duell, wo wir mal von erzählt haben. Wo wir dann letztendlich nur noch drauf gesehen haben, bis die Karten zu Ende waren. Also, kann sich später noch erinnern. Genau und dann, eben weil Zweiter war, wer wird dann Zweiter waren und er, beide hatten nur noch eine Karte. Er war bei Sixes dran und dadurch, zack, erledigt. Und man kann halt so auch Glück haben, ne? Geht ein Spiel auch zu Ende. Ja, ist zwar nicht unbedingt immer schön, aber manchmal geht es halt nicht anders, ne? Ja. So, und ich rüste ihn einfach mal direkt mit Kampfgeist aus, weil sobald ein Monster spielt, wird unser nämlich dann auf 2150 gesetzt. Das heißt, es bringt rein gar nichts. Egal, was für ein Monster er jetzt hat. Oder er spielt Schwarzes Loch. Ja. Ganz einfach. Ja. Oh, freundliche Wohltat hätte ich auch gerne.
Also wenn wir die freischalten würden, wäre es auch mega gut. Und er spielt, stimmt, er hat auch diesen Form. Ach ja, wir haben ja mit Joey gespielt. Ja. Okay, Entschuldigung, ich habe gerade nicht drüber nachgedacht. Wir haben gerade 2200. Schade. Das macht's nicht, weil jetzt kommt einer meiner Lieblingskarten. Gepanzerte Biene. Es ist eine der wenigen neuen Karten, die ich mega geil finde. Ja. Das Einzige, was ich wirklich blöd finde, ist, dass man den Effekt immer vor der Battle Phase aktivieren muss und dass es sich nicht automatisch aktiviert. Das ist mir nämlich einmal zum Verhängnis geworden, als ich online gespielt habe. Der Effekt ist nämlich, falls ihr noch nicht durchgelesen habt, einmal pro Spielzug kann ich ein Monster auf der gegnerischen Seite aussuchen und praktisch die Angriffspunkte halbieren. Es ist einfach eine mega praktische Karte, die auch meiner Meinung nach eventuell ein bisschen überpowered ist. Ja, ist es wirklich. Ich meine, die Karte hilft ja sogar gegen den weißen Drachen. Ja. Die Karte ist stärker als ein weißer Drache, wenn man kann. Ja. Von 3000 auf einmal nur 1500 Angriff und schon ist er kaputt. Sie ja, okay, er hat Schild und Schwert abgelegt. Ich hätte Schild und Schwert behalten. Ich will nicht wissen, was er in der Hand hat, wenn er Schild und Schwert ablegt. Das kann natürlich auch Täuschung sein, aber... Ich finde Schild und Schwert eine geile Karte. Ich habe es auch persönlich noch in meinem Original-Deck gelegt. Vielleicht ist sein Deck schon sehr auf Angriff aus und warum sollte er dann nochmal... Warum sollte er dann nochmal eine Karte, ja, die sie dann behalten? In diesem Fall, wir haben jetzt schon 5400... LP nur noch? Ja. So, Krug der Gier. Brecher. Ich habe jetzt fechtendes Feuerbrätchen gespielt. Der Effekt ist, dass ich ein Monster zerstören kann und ich nehme ihn hier. Wir nehmen zwar jetzt dadurch nochmal 1800 Punkte Schaden. Aber vermeiden dadurch. Vermeiden, wir können ihn eher vernichten, weil ich nehme jetzt gleich Brecher, magischer Krieger, zerstöre seinen Feldzauber zusätzlich und dann passt es. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja. Großer Angus. Wir mal kurz sehen, was für ein... Achso, okay. Ist ein Feuermonster. Gut. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Okay, ja, ist ja alles gut. Wir spielen ja immerhin kurz noch gemeinsam. So, dadurch hat der 1900, ich könnte ihn jetzt auch so schon... Wobei, den ich weiß nicht, ob man den Effekt auch in der zweiten Endphase spielen kann. Ja. Echt? Der Effekt, du kannst... Ich traue den Spielen nicht. Muss ich da ehrlich dazu sagen. Also, er sollte hier, also, ach. Ach, nee. So, der Effekt von Kampfhaus ist, dass ich stattdessen diese Karte zerstören kann, dafür bleibt der Monster unbeschädigt. So, Effekt Nummer 2. Ja. Ich vernichte seinen verdammten Feldzauber. Und er hat nur noch wie viel andere? 1800, das ist halt geil. Hä, warum hat... Ach ja, scheiße, ich hab das... Nein, bitte. Das wird sehr eng. Ach ja, wenn er angreift, ist er stärker dann, ne? Ja, ist doch bescheuert. Ah, Reikiki-Brecher. Ja, eine der neuen Karten, die ich reingepackt habe. Toll, dass ich offere ihn und... Ich weiß nicht. Großer Angus. Wenn ich angreife, ist er dann auch stärker? Nein, er hat jetzt ja schon die 1800. Dazu. Okay. Das heißt, für das nächste Monster, was er spielt, opfere ich ihn automatisch. Ja. Nein, ich zerstöre nicht mein eigenes Monster. Auch wenn ich es gerne hätte, aber nein. Aber es kann ja... Es kann schon sinnvoll sein, ja. Aber dann kann ich es auch selber aussuchen. Also man kann es ja einmal nachfragen, ist okay. Ja, nachfragen vergisst. Kann auch zum Verhängnis werden. Ich habe auch mal eine Karte vergessen. So, und jetzt können wir ihn direkt angreifen. Das ist natürlich mega geil. Zweimal. 1650. Schön, 3650. Nein. So. Und nochmal 1800. Ja, so kann das gehen. Allein in der Battle Phase zweimal. Das heißt, vier mit jedem Monster zweimal. Also, das ist schon ziemlich. Wenn man jetzt mal guckt, wir waren dann eben noch weit im Rückstand. Ja, also, es geht schon schnell. Jetzt ist Gleichstand. Also. Ja. Das kann schon sehr schnell gehen. Wir haben jetzt schon, das Duell ist jetzt schon gleich zu Ende. Wir sind bei noch nicht mal 15 Minuten. Also, das, wie unterschiedlich das sein kann. Oh, Zauberer der Zeit. Kannst du knicken. Schade aber auch. Ich sehe es nicht ein, dass du Zauberer der Zeit verwendest. Kannst du vergessen. Eine sehr gute Karte. Ja, echt eine sehr gute Karte. Ah, Scherbe der Gier. Funktioniert so ähnlich wie Topf der Gier. Nur, dass man halt zwei Züge warten muss. Ja. Aber es ist egal, weil wir gewonnen haben. Komm. Ja.
Ja. Ist das herrlich. Also, heute, das ging schnell. Ja, heute haben wir einen Tag. Es ging einfach. Tausendrache. Babydrache. Oh. Aber tausendjähriger Drache ist nur eine Signaturkarte, leider. Aber Raikaki bekommen. Okay. Ja. So. Ja, mega nice. Ich würde sagen, dann war es das für diesen Part. Auch mal ein kurzer. Ja. Könnt euch ja freuen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wer ja. Würde uns freuen, wenn ihr es noch nicht habt, abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und weiterempfehlen. Genau.